Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, herzlich willkommen, ich bin Sebastian. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, gerne mal ein Abo dalassen, dann unterstützt ihr meine Arbeit. Und ja, das macht dann um einiges alles einfacher. Wenn ja die Kanalzahl steigt, bekomme ich auch halt von Entwicklern, Herstellern und so weiter und so fort öfters mal solche Sachen hier, was ich euch heute vorstelle, um das für euch zu testen. Und ja, heute habe ich euch das Teil hier mitgebracht und das sind die Anti-Throwing Strap Grip Cover für die Quest 3 von der Firma AMVR. Und ich habe ja schon einige Sachen von der Firma AMVR ja für euch getestet, für verschiedene Brillen auch. Und ich finde, die machen einen echt guten Job und man macht da echt nichts falsch bei der Firma. Die machen echt top Sachen, top Zubehörteile für VR. Und ja, was ist das hier? Wir haben jetzt eigentlich, ist das eine neue Griffabdeckung für unsere Controller. Und ja, das ersetzt halt diese Schlaufe hier, dass wir das nicht mehr nutzen müssen, so rein und dann zumachen. Natürlich ist das funktioniert, ne? Man kann den dadurch nicht verlieren, aber ich finde es nicht wirklich toll. Und bei denen schlüpft man einfach hier an der Seite rein und muss eventuell nochmal kurz nachjustieren. Aber dann hängt der fest an der Hand und kann dann auch nicht weg. Ich finde das System einfach super. Ich habe es für mehrere Controller nachgerüstet. Es ist ja dieses Valve Index System. Also wer die Valve Index Controller nicht kennt, könnt ihr gerne mal bei Google eingeben. Die haben mit dieser Handschlaufe eigentlich angefangen. Ja, schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz bei Amazon an. Dann zeige ich euch mal das Besondere. Also es gibt zwei Versionen von diesen Griffen hier. Und zwar haben wir hier einmal diese schwarze Version. Da ist das Besondere, dass wir hier so eine kleine Öffnung haben für die Controller und haben dann auch so ein kleines Band, wo wir dann dran ziehen können und die Batterie uns dann quasi entgegenspringt. So können wir relativ schnell die Batterie tauschen. Und ja, das Ganze kostet hier 30 Euro, 29,99. Könnt ihr auch gerne unter meinen Affiliate-Links bestellen, dann habe ich was davon. Ihr unterstützt meine Arbeit und ja, ihr bezahlt aber nicht mehr. Dann gibt es diese zweite Version. Die habe ich jetzt leider nicht hier zum Testen, hätte ich gerne dann mal kreuz getestet. Aber da ist das Besondere, dass man den kompletten Griff relativ schnell demontiert. Das zeige ich euch gleich mal. Da gibt es dann halt hier so einen kleinen Punkt, wo man drauf drückt. Da kann man auch die originale Batterieabdeckung entfernen und dann klappt man das Ganze nach unten, kann dann die Batterie wechseln und kann das wieder nach oben klappen. Ist auch okay, ist auch ein gutes System. Das ist, glaube ich, komplett einem selbst überlassen, was man da präferiert und was man da besser findet. Ich finde das System hier nicht schlecht, muss ich sagen. Ich zeige euch ja gleich aber auch mal, wie das zusammengebaut wird und dann auch mal so ein Batteriewechsel. Und das Ganze haben wir dann halt hier auch im AMVR-Shop. Dann haben wir hier 30,93 Dollar und 28,55. Und wie gesagt, wenn ihr meinen Link nutzt, der unten in der Beschreibung steht, dann habt ihr nochmal 5% Rabatt. Könnt ihr dann euch aussuchen, ob ihr bei Amazon oder bei AMVR selbst bestellt. Und ja, das ist eigentlich das Ganze. Wir brauchen keine Ladestation oder wir laden die nicht. Es gibt ja auch integrierte Akkus bei solchen Systemen. Hier benutzen wir aber ganz normale Batterien, die wir dann austauschen oder Akkus, wie ihr wollt. Ich glaube, Batterien ist einfach besser, weil die 1,5 Volt bieten und Akkus halt 1,2. Da kommt man halt einfach länger mit, als wenn man jetzt hier einen normalen Akku nimmt. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Aufbau oder zum Unboxing. Ich habe jetzt mir die Kamera so ein bisschen anders positioniert, dass ich euch das hier auch mal besser zeigen kann. Wenn ich hier mal ein bisschen was fummel, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es für euch dann so besser ist. Ich bräuchte eigentlich noch eine Kamera zusätzlich, die ich hier irgendwo positioniere, aber ja, leider fehlt da das Geld. Jetzt gehen wir aber mal ans Unboxing hier ran. Ist relativ übersichtlich. Wir haben hier halt diese zwei Controller-Griffabdeckungen. Dann haben wir hier nochmal diese Ersatzschlaufen, die wir benutzen können, um die Batterien schneller rauszuziehen. Die sind aber schon montiert. Das sind einfach nur nochmal welche auf Ersatz. Und dann haben wir hier diese kleine Anleitung. Das ist aber jetzt echt nicht schwer. Das mache ich jetzt gleich mal mit euch. So, das packen wir einfach mal weg hier. Dann packen wir mal erstmal hier aus. Was haben wir da drin? Diese kleine Tüte, die ist leer. Holen wir die ganzen Einzelteile hier raus. So, und da haben wir das gute Stück, das
ist hier nochmal unterteilt. Wir haben hier so ein Hartplastikteil, was direkt auf den Controller draufgeschoben wird gleich. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Hier seht ihr dann halt eingraviert das R hier oben. Und bei dem anderen halt ja das L. Ein bisschen durch das Spiegel nicht so einfach zu erkennen, aber das sieht man dann relativ gut. Und ja, jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Wir müssen erstmal diese Schlaufe hier demontieren und ja, die Abdeckung. Und die Abdeckung kann man ja hier entfernen, wenn man hier drauf drückt auf diese kleine, auf dieses kleine Teil. Dann kann man hier die Original-Batterieabdeckung entfernen. Dann müssen wir auch einmal hingehen und den originalen Akku oder Batterie entfernen. So, jetzt habe ich hier die rechte Seite in der Hand. So, das packe ich dann auch mal nach rechts. So, das ist das, diese Kombination. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Hier einfach drauf drücken. Schon haben wir die originale Abdeckung in der Hand. Und die Batterie auch nochmal raus. So, und dann können wir einfach die Schlaufen, die können wir einfach hier rausziehen. Das Ganze einfach ist nur gesteckt. So ein kleiner Steck. Eine Stickverbindung. Das machen wir bei dem anderen auch. Man braucht nichts drücken oder sonst was, ist einfach nur eingeklickt. So, und dann gehen wir hin und montieren dieses Teil hier. Und das wird einfach hier so draufgeschoben. Und dann habt ihr es auch einrasten gehört. Der liegt dann hier oben auf, rastet hier oben ein. Und das sind diese Schlaufen, die wir brauchen, um auch die Batterie wieder zu entfernen. Jetzt packe ich die Batterie mal wieder ein. Und ihr müsst schauen, dass das nicht so ist, dieses Band, sondern dass es so ist und die Batterie dann quasi dahinter liegt. Oder davor liegt, so. Und so habe ich halt auch die Möglichkeit, dann nachher dieses Band hier zu ziehen und die Batterie springt mir entgegen. So, das kann man dann aber relativ schön hier ein bisschen so reinfummeln. So, und jetzt gehen wir einfach hin und schieben den kompletten Controller hier in diese Hülle rein. Super easy. Da muss man gucken, dass das alles hier so ein bisschen drüber passt. So. Und schon haben wir die erste Seite fertig. Wir machen jetzt erstmal alles fertig und dann gehen wir auch nochmal ja, zu so einem Batteriewechsel. Zeige ich euch, wie relativ schnell das geht. Und ich habe beim letzten Mal ja gelernt, als ich die Rifle-Sachen vorgestellt habe, dass das hier auch nochmal eine IR ist, also eine LED, wo die Quest erkennen kann, okay, hier ist der Controller und die sind ja auch nochmal hier so angeordnet und die werden auch nicht verdeckt von dem Griff hier. Also alles perfekt. So, das Ganze auch nochmal hier. Und nochmal, das Ganze wird hier einfach nur so drüber geschoben. Und dann haben wir hier so eine, hier ist diese Nase, die einrastet. So, könnt ihr hier so, glaube ich, besser sehen. So. Hört man auch ganz gut. So, und dann wieder beim Batterie einlegen, erstmal drauf achten, plus, minus, ja. Pluspol. Minuspol. Und der Minuspol kommt halt immer nach oben zum Controller und guckt, dass die Schlaufe halt auch da so liegt wie jetzt. Und dann haben wir die dann auch schon schön eingepackt. Jetzt gehen wir wieder hin, schieben das Ganze hier auch wieder rein. Muss man nur gucken, dass alles passt, dass hier der Griff, also der Griffbutton vernünftig ist, der Trigger, dass der nicht irgendwo eingeklemmt ist. Und aber da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So, und schon haben wir's. Jetzt kann man sich das hier anpassen, wie man möchte, wie fest man das möchte. Und dann kann auch echt nichts mehr verloren gehen. Sehr schön, finde ich. Also fühlt sich auch ganz gut an. Ist jetzt nicht so stark gepolstert. Hier könnte ein bisschen mehr Polster sein, muss ich sagen, auf der Seite hier, dass es sich ein bisschen besser anfühlt, aber so finde ich das schon komplett schon in Ordnung. Wird auch nicht irgendwie schmerzhaft sein oder sonst was. So, und jetzt gehen wir einfach mal hin und versuchen mal die Batterie zu tauschen. Dann gehen wir hin, öffnen hier diese Klappe. Na, so. So, und dann kann man hier dieses Band
was ich euch eben gezeigt habe. Das zieht man einfach und schon haben wir die Batterie. Jetzt kann man sie wechseln, neue, zack und fertig. Also geht ruckzuck und da haben wir auch überhaupt kein Problem, dass wir eventuell längere Zeit da nicht mehr spielen können. Das Ganze kann ich euch jetzt nochmal mit der anderen Kamera zeigen, falls vielleicht dann besser ersichtlich ist. So, einmal diese Schlaufe hier rausholen. So, und die Schlaufe muss halt immer hinter der Batterie liegen, damit ihr die auch anheben kann. Die ziehen wir jetzt einfach. So. Und schon haben wir die Batterie. Also es ist super einfach, das System. Und da sollte keiner Schwierigkeiten haben. So. Probieren wir mal ganz kurz hier. Wie ihr seht, das geht super easy von der Hand und die können auch nicht wegfliegen. Da muss man sich schon echt dämlich anstellen, wenn das passieren sollte. Und ich finde das echt gut. Klar könnte man jetzt sagen, ja, 30 Euro ist ein was wert. Das muss man völlig selbst entscheiden, ob man diese Griffe mag oder nicht. Ich mag die. Ich will am liebsten nicht mit diesen hier spielen, dass man die nur lose in der Hand hat, sondern ich will die immer wirklich fest in der Hand haben. Fühlt sich für mich besser an. Irgendwie eine bessere Immersion, finde ich, hat man dadurch. Und aber das ist vollkommen Geschmackssache. Ja, das ist das System, was ich jetzt hier habe. Und ich finde das System jetzt nicht schlecht. Bei dem anderen System wäre das halt jetzt der Fall, dass wir hier hingehen, diesen Knopf drücken, den ich euch eben gezeigt habe, und dann den ganzen Griff nach unten zieht. Und dann die Batterie wechselt und dann wieder das Ganze nach oben. Also ist ein bisschen, eventuell ein bisschen schneller, weiß ich nicht. Aber ist Geschmackssache. Ich finde das System, was ich jetzt hier habe, eigentlich besser, muss ich sagen. Mir gefällt das besser. Ich habe aber schon mal irgendwo gelesen unter den Kommentaren oder in Facebook, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass einem das Weiße besser gefallen hat. Ist Geschmackssache. Wo ich Facebook sage, falls ihr Bock drauf habt, in die VR World Germany einzutreten, könnt ihr das auch gerne tun. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Und ja, da könnt ihr gerne in die Gruppe eintreten, wenn Fragen sind oder sonstiges zu VR. Einfach einen Austausch, sich auszutauschen über Hardware, über Software. Könnt ihr das da gerne machen, Fragen stellen und so weiter und so fort. Und ja, die Gruppe wächst täglich immer weiter. Und ja, ist eine nette Gruppe. Und ja, wir haben auf jeden Fall einen Mehrwert dadurch, wenn wir unsere VR-Kompetenzen bündeln und ja, gemeinsam ist man stark und alleine ist man halt nichts. Von daher macht es schon Sinn, wenn man in so eine Facebook-Gruppe dann eintreten würde. So, Mann, ist das schwer. Ja, Leute, das zu den AMVR-Controller-Griff-Abdeckungen. Ich kann jetzt hier keinen großen Langzeittest machen, wie gesagt. Ich habe da schon öfters Sachen von gehabt von AMVR und mir haben die alle gefallen. Es fühlt sich jetzt auch vom Ersteindruck her echt gut an. Wie gesagt, einzige, was man bemängeln könnte, ist, dass man hier eventuell so ein bisschen weicheren Stoff oder sowas dran macht. Das wäre eigentlich besser, dass es ein bisschen sich komfortabler anfühlt. Ich glaube, ich hatte auch mal welche, da war das so ein bisschen besser gepolstert. Aber das ist trotzdem hier vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sich hier irgendwie falsch anfühlt oder unkomfortabel anfühlen würde. Aber wie gesagt, das ist halt auch Geschmackssache. Ich finde, das macht einen wertigen Eindruck und man kann sich hier, glaube ich, nicht beschweren. Für 30 Euro bekommt man hier echt ein gutes Set und hat halt den Vorteil, dass man nicht mehr mit, also ich fummel immer mit der Schlaufe, bevor ich die anziehe und so hat man die viel, viel schneller angezogen als mit der Schlaufe. Dieses kleine dünne Band und also ich finde es immer fummelig, könnt ihr auch gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen Teilen sagt, ist das euer Favorit oder sind solche Griffabdeckungen euer Favorit? Gerne mal auch unter die Kommentare damit und ja, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr wie gesagt gerne über meine Affiliate-Links bestellen, würde ich mich freuen, macht für mich einiges einfacher, dann kann ich auch viel, viel mehr in VR investieren, weil ich dadurch eine kleine Provision von Amazon bekomme oder von AMVR und kann dadurch immer mehr VR-Hardware zum Testen bestellen. Ja, Leute, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und ja, würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet und ein Like da lasst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!